Servus Leute und willkommen zurück zu Industrial Manager Future Technology. So, weiter geht's in unserem über drüber fast 4 Milliarden Euro schweren Unternehmen, dass ich das rausbekomme, was ich auch sagen will. So, wir haben 59 Millionen. Schauen wir ganz kurz, ob es Aktien zu kaufen gibt. Leider nein. Und 60 Millionen sind noch zu wenig für das nächste Grundstück. Gut. Wir waren aber gerade dabei, hier etwas in der Elektrofabrik erzeugen. Nämlich zwei Elektrofabriken haben wir gebaut. So, machen wir nur mal die zweite auch verbessern. Wir wollten nämlich, soweit ich noch weiß, so lange ist ja noch nicht her, die nächsten Dinge, die Nano-EM-Komponenten und den Nano-Photonischer Prozessoren wollten wir machen. So, das bedeutet, fangen wir mal an mit den EM-Komponenten. Da brauchen wir Titan, Kupfer, Nano-Verbundskunststoff, Chemikalienmischung und eingebettete Systeme. Das bedeutet, einmal Fertigproduktelager, Embedded Systems. So, dann haben wir aus dem Bergbau Kupfer. Dann haben wir aus dem Bergbau Titan. Nein, das war das falsche Titan. Dann haben wir aus unserer Chemie die Chemikalienmischung. Und dann war noch irgendwas. Der Nanoverbundskunststoff. Das wird auch Chemie sein normalerweise. Nanoverbundskunststoff. Und das Ganze wird geliefert in die Elektro. Aber da müssen wir jetzt zuerst schauen, bevor wir das liefern lassen. Wir erzeugen das einfach einmal, die 2000 Stück. Wir haben da nämlich 10 Stück schon gehabt. Das bedeutet, wir müssen kurz durchgehen. Fertig 2, Glas, Metall, Textil, Tierfarm, Farm, Elektro. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Stück können wir noch lagern. Verstehe ich zwar nicht wieso ganz genau, ein Stück. Aber wenn der sagt, ein Stück würde noch funktionieren. Wir haben hier 12, genau. Okay, dann können wir noch eines im Endeffekt im Elektro 1 lagern. Und dann brauchen wir jetzt schon wieder ein neues Warenlager. Das kommt gleich daneben dahin. Na, kann man gleich so hin platzieren. So, das wird nachher Elektro Underline 2 genannt. Das wird gar nicht viel sozusagen anders definiert. So, Elektro Underline 2. Und da kommt jetzt der hier zum Tragen. Weil hier machen wir die nanophotonischer Prozessor. Da brauchen wir Platin, Chemikalien, Graphen und Glasfasern. So, wir brauchen mal Bergbau, Platin. Wir brauchen Chemie, Chemikalien. Wir brauchen aus der Glasfabrik die Glasfasern. Und jetzt stehe ich schon wieder am Schlauch. Den Graphen brauchen wir noch. Okay. Das ist Metallfabrik, soweit ich das mich erinnern kann. Und das Ganze wird geliefert in die Elektro 2, nämlich die Komponenten. Produktion noch anwerfen, 1070 Stück bestätigen. Perfekt. So, das bedeutet, nächste Komponente wird erzeugt. Und wir können somit unseren Tricoder erzeugen. Dazu hüpfen wir dort runter, weil da machen wir zurzeit unsere Produktionsstätte für die Dinge. So 16% Steigerung, wir sind fast bei 4 Milliarden. 300 Millionen Umsatz. Ist auch heftig. So, weiter geht's einfach. So, wir wollten unter Software, Unterhaltungselektronik. Jetzt setzen wir das gleich mal in die zweite Reihe. Ganz leicht. Schaut, dass man da nicht kleinere Sprünge manchmal machen kann. So. Das ist jetzt das nächste. Da kommt der Tricoder hinein. Wir haben 134 Millionen, deswegen gibt es den nächsten Grundstück zu kaufen. So, da kann man nichts mehr und da kann man nichts mehr. Gut, dann geht es da hinauf nachher. So. Der produziert noch. 1,4 Millionen Umsatz. Halt in der Zeiteinheit. Das ist, wir machen so viel und wir schalten nicht einmal Werbung. Weil ich könnte für einige Produkte jetzt sogar nachher Werbung schalten einmal.
Nein, nicht Sektor, sondern hier verbessern das Ganze. Und den Tricoder bauen. Der braucht einen Haufen Rohstoffe, soweit ich weiß. So, wir brauchen Gold, Polymer, die Titanlegierung. So. So, wir brauchen Bergbau, Gold. Wir brauchen die Metall-Titanlegierung und wir brauchen Polymer aus dem Chemie. Und dann brauchen wir noch drei Sachen aus dem Elektro-Dynano-EM, die organische Batterie und den nanophotonischen Dingsbums. So, das eine ist Elektro 2 und das andere ist Elektro 1. Das war jetzt den Nano-EM. Und was war noch? Falsch, das ist es. Die organische Batterie war es, okay. Die hätte ich mal jetzt nicht gemerkt gehabt, weil da hätte ich jetzt austesten müssen. Und das Ganze kommt in das Fertigprodukte 2 Lager so hinein. Perfekt, schließen das Ganze. Da haben wir noch die Produktion an. Bestätigen. Und somit sind wir mit der Komponente auch fertig. Und hauen sie somit auch gleich wieder auf den Markt. In allen 5 Städten. Bis man sozusagen keine. Bis das sozusagen nicht mehr gebraucht wird. Fertigprodukt. Nein, falsch. Fertigprodukt 2 natürlich. Zack. Nummer 3. Stadt. Fertig 2. Zack. Nein, da müssen wir natürlich in ein neues hinein. Fertig 2. Dass ich mich nicht die ganze Zeit verklicken würde. So. Und da sehe ich gerade, dass wir da noch ein Haufen Zeug in der 5. Stadt noch gar nicht drinnen haben. Da haben wir vergessen wohl, die 5. Stadt zu machen. So, fertig 2. Und fertig 2 noch das letzte. Perfekt. So, jetzt wird da einiges noch einmal an Kohle generiert werden. 1,4 Millionen. Steigt das auch noch? Bin ich mir nicht so sicher. Weil ich glaube, uns geht von irgendwas aus, nämlich der Titan. Uns geht Titan aus. So, jetzt wäre es halt geil, in welchen Dings habe ich die Titanfabrik gebaut? Kann ich das oben? Ich kann es mal anzeigen lassen bei der Übersicht von Ressourcenbestand. Nein, es gibt da eine Übersicht. So, und jetzt müsste ich nur wissen. Na, sehe ich natürlich nicht. So, da ist Öl. Da könnte ich aber noch ein Öldings auch gleich dazu bauen, weil das habe ich vorher schon gesehen, das ist auch schon ziemlich am Ausgehen immer wieder. Ich weiß, dass da nämlich das Öl am meisten Pracht hat, deswegen nehme ich auch das gleich wieder. So, Öl bestellen. Zuerst verbessern. Und dann müssen wir wirklich den scheiß Titan suchen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo das war. So, das kommt natürlich ins Bergbaulager hinein, das Öl. Perfekt. So, entweder es war da unten irgendwo. Da könnte es gewesen sein. Da haben wir Chrom, da haben wir Silizium. Da war es Titan. So, eine Mine. Stellen wir gleich daneben so hin. So knapp wie möglich dran. Ich glaube, ich werde gleich noch eine zweite bauen. Weil wir haben da ziemlich Probleme beim Titan gehabt. Jetzt ist die Frage, ob man so was besser ist. Machen wir es so einmal. So. Verbessern, 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 verbessern. Das mit den Qualitätsstufen haben wir uns eigentlich noch gar nicht auch angeschaut. Was jetzt sozusagen was bringt. Ob ich besser sozusagen, wenn ich die Qualität verbessere, ob dann die Produkte besser gekauft werden. So, und da haben wir vergessen, die Arbeiter einzustellen. Müssen wir nachher noch machen. So. Zack. Titan erstellen. Und das Ganze liefern wir natürlich auch ins Bergbau. Und da muss ich auch noch reinhauen, das die erzeugen. So, perfekt. So, jetzt sollte da nachher auch wieder das Produkt drauf gehen. Der Verbrauch ist zwar auch gigantisch. Schauen wir so noch ein bisschen durch.
Da bin ich mir nicht sicher bei dem Kunststoff, ob ich da nicht sozusagen auch Titan oder was brauche. Wieso der Kunststoff, der Carbon-Kunststoff, so extrem niedrig ist. So, wir werden jetzt mal was machen. Wir werden das hier irgendwo ganz oben anbinden. Werden uns da das Fenster hier aufmachen. So, und werden jetzt ein bisschen Marketing machen. So, wir werden einmal Handys verkaufen. Auf allen Kanälen. Wir machen jetzt nämlich Geld. Wir kaufen uns nämlich die restlichen Grundstücke, hätte ich jetzt vorgehabt. So, dann können wir Smartwatches verkaufen. Auf allen Kanälen Werbung machen. 4. In allen Städten bestätigen. So, nächstes Laptops. So, Laptops haben wir nämlich auch einen Haufen auf allen Kanälen. Wir werden jetzt so viel Umsatz machen gleich, das werdet ihr gar nicht sehen. Ihr könnt sich da schon drauf gespannt machen. So, dann haben wir Tablets als nächstes gleich. Da haben wir nämlich auch einen ganzen Arsch voll. Bestätigen. Dann haben wir Handgelenk-PCs. Die sind nämlich auch noch einen ganzen Gramure voll. 2,8 Millionen machen wir schon. So, bestätigen. So, dann haben wir einen Haufen intelligente Brillen. Auf allen Kanälen Produkt wählen. Intelligente Brille, 4 alle, bestätigen. So, das lassen wir mal. Ja, die VR-Brille haben wir auch gleich noch rein. Wenn wir schon dabei sind, machen wir die VR-Brille auch gleich noch. Weil dann sehen wir auch erst, ob die ganzen Sachen sozusagen so richtig funktionieren, unsere ganze Produktion, wenn die mal wieder leer sind. Smartphones könnte ich auch noch verkaufen ein bisschen. Ja, haben wir Smartphones auch gleich noch rein. Da haben wir nämlich auch ein paar. 3 Millionen Umsatz pro Zeiteinheit. So, perfekt. So, das läuft. Da müssen wir jetzt nur achten, dass man nicht zu lange das laufen lassen. Bei manchen Sachen. Also warte mal, da 37.000 Smartphones, das ist das geringste, glaube ich. Die werden relativ schnell verkauft sein. So, 3,5 Millionen. Das binden wir da herüben an. Na, das binde ich nicht an. Oh ja, ich bin schon an, aber ich klicke es wieder weg. So, kaufen. Erstes Grundstück. 30 Millionen werden wir auch gleich haben. Na komm, ein bisschen was noch. Verdien noch ein bisschen. Ein bisschen Puffer brauchen wir. So. Dein Unternehmen steht kurz vorm Kuckuck. Ganz genau, ja. Ich mache eh nur ewig viel Plus. So, wieder die zwei Sachen aufmachen. Wir haben noch Smartphones, wir haben Smartphones, können wir jetzt noch gleich raushauen. Laptops müssen wir raushauen. Löschen sehe ich gerade, die sind nämlich schon vorbei. Die Smartphones werden wir auch demnächst rausschmeißen. Tablets haben wir noch. Die Computer haben wir auch noch. Die Smartphones sind das nächste. Da warten wir noch ganz kurz, bis das sozusagen so auf 1000 Stück herunten ist oder so. Einmal kann es noch springen. Zack, löschen. Und die anderen Sachen werden natürlich noch einige Zeit brauchen. Aber da sieht man, was eigentlich alles produziert wird und wie das eigentlich alles läuft gerade. Nachher, ob unser System überhaupt noch lauffähig ist mit den ganzen Sachen, wenn die mal wieder alle ins Produzieren anfangen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass zumindest der Carbonfaserkunststoff zu wenig ist. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein Werk bauen. Bei den anderen Sachen schaut es eigentlich ziemlich gut aus. Das ist. Da halte ich eigentlich noch sozusagen überall die Stange relativ hoch. Carbonfaserkunststoff. Ob ich das nicht gleich einmal machen soll. So, was haben wir denn da jetzt noch drinnen? Intelligent, dann machen wir über 100.000 Stück. Das wäre eine Chemiefabrik, wäre das. Normalerweise. Schauen wir nochmal kurz nach. Carbonfaserkunststoff. Das war Chemie, oder? Ja. Eine Chemiefabrik. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo wir die am besten hinsetzen. Ja, mir ist jetzt schon sowas von egal, wo ich das Zeug hinsetze. Hauptsächlich krieg das irgendwie hinein. So, komm, erbaue dich.
82 Millionen haben wir. Das bedeutet, wir können jetzt wahrscheinlich alle Grundstücke nachher kaufen, demnächst. Das will ich aber jetzt noch in dem Part auf jeden Fall machen, den Kunststoff erzeugen. So, Verbesserungen sind durch. So, der Carbonfaserkunststoff erzeugen. Das Ganze wird geliefert in das Chemielager, den Kunststoff. So, und für was brauchen wir für den? Wir brauchen Graphit und Polymer. Das schauen wir sich diesen Part nicht an. Graphit, Polymer, Bergbau, Graphit und Chemielager, Polymer. Und ich würde sagen, Produktion anwerfen, 2800 Stück bestätigen, starten wieder und wie es nachher weitergeht mit der großen Werbeaktion gerade und wie viel wir dann sozusagen wirklich in Kohle haben. Dann die nächsten Produktionen anwerfen, halt die nächsten Endprodukte erzeugen. Das Ganze werden wir sich nachher in den nächsten Parts anschauen, wenn es hier wieder weitergeht bei Industrial Manager Future Technology. Bis dann, tschüss!